Ich habe zuerst die Matura gemacht und dann wollte ich eigentlich wirklich noch einen Beruf von der Pike auf erlernen. Das war bei mir Augenoptiker. Und ich muss sagen, die Lehre hat mir großen Spaß gemacht, weil ich vor allem auch die manuelle Arbeit immer geliebt habe und auch wirklich den Handwerksberuf des Augenoptikers von der Pike auf zu lernen. Materialkunde, auch Bearbeitung der Materialien, ob Gläser schleifen oder Fassungen reparieren oder Fassungen bauen, war für mich sehr spannend, wirklich diese Entstehung der Brille sozusagen zu lernen. Die Tatsache, dass wirklich eben das Handwerk die Basis ist, ja, für viele Dinge, gerade in der Industrie, aber auch im Handel. Wir verkaufen Produkte, die durch erstklassiges Handwerk entstanden sind. Und die Liebe zum Handwerk und dabei zu sehen, dass man nicht einfach Dinge fertig hat, sondern dass viele Dinge auch sehr viel Aufwand sind, sehr viele Ideen dahinter stecken und auch in der Umsetzung viel geistige Kraft benötigen, motiviert dann, auch, dass man sagt, okay, und die gleiche Energie setzt man sozusagen in die letzte Meile, in den Verkauf des Produktes, in die Schulung der Mitarbeiter, damit der Kunde wirklich zufrieden ist und beides hat, nicht nur ein tolles Produkt, sondern auch eine wirklich tolle Beratung. Mein persönlicher Tipp ist es, zu begreifen, dass Wissen nicht mehr Macht ist, sondern Denken Macht ist. Das heißt, ich denke gerade heute, wo das Wissen im Internet, auf Wikipedia, sonst wo einfach kostenlos zugänglich ist, hat das Wissen nicht mehr den Stellenwert, den es vielleicht halt vor 100 Jahren gehabt hat, sondern heute geht es wirklich darum, was kann ich mit dem Wissen, das da liegt, machen. Und da ist unser Kopf gefragt, das Denken, einfach kombinieren, logisch denken, Dinge überlegen, und wenn das funktioniert, könnte das auch funktionieren, und einfach niemals aufhören zu denken.